gehalten werden. Wo sie recht hat, hat sie recht, die Gewerkschaft. Verstehen Sie den folgenden Beitrag bitte nicht als Panikmache, sondern als Warnung, wenn auch, wie wir glauben, als berechtigte Warnung. Also, die Natur schützt sich und uns mit einer weisen Einrichtung der Artenschranke. Wann immer sie übersprungen wird, droht dem Menschen Übles, siehe AIDS oder SARS. Jetzt also sind die Hühner wieder massenweise an Grippe erkrankt. Eine Grippe, die landläufig Geflügelpest genannt wird, wohl deshalb, weil fast alle Erkrankten daran sterben. Die Gefahr im Moment ist, wenn das Virus dieser hoch ansteckenden Hühnergrippe vom Federvieh auf den Menschen überspringt und sich dort mit einem menschlichen Grippevirus verbindet, dann könnte das Ergebnis eine Supergrippe sein, eine Pandemie, gegen die kein Mensch gefeit wäre. In Holland gab es ein erstes Opfer. Wie gesagt, kein Grund zur Panik, aber ein führender Experte sagt uns, die Supergrippe ist nicht eine Frage des Ob, sondern des Wann. Wolfgang Kramer und Emma Thewissen berichten. Die Schreckensmeldung kommt aus dem Kreis Viersen, aus der Sperrzone für die Geflügelpest. Ein Lebensmittelkontrolleur stirbt überraschend an diesem Wochenende. Der Verdacht, das Virus greift jetzt auch in Deutschland Menschen an. Zehntausende von Hühnern sind bisher geschlachtet worden aus Angst vor einer Ausbreitung der Hühnergrippe. Bei der Weltgesundheitsorganisation in Genf schrillen die Alarmglocken. Genau so davon ist Klaus Stöhr überzeugt, durch die Pandemie beginnen also eine weltweite Grippewelle ungeheuren Ausmaßes. Zum Glück kommt die Entwarnung, das Virus hat den Todesfall in Deutschland nicht verursacht, aber die Sorge bleibt. Das schlimmste Szenario, das man sich vorstellen kann, wäre, wenn dieser Geflügelvirus beim Menschen sich vereinigt mit einem humanen Influenza-Virus. Das neue Chimäre-Virus würde dann sich leicht von Mensch zu Mensch übertragen, aber niemand hätte Immunität. Es ist ein Szenario, wie es die Forscher schon in Simulationen wie dieser aus den USA durchgespielt haben. Grippekranke infizieren sich zeitgleich mit einem Vogelvirus. Die Erreger tauschen Genmaterial aus, ein Killervirus entsteht. Das wäre der Super-GAU für die Influenza-Welt. Das würde bedeuten, dass im Prinzip das Virus sich innerhalb von 3, 4, 5 Monaten um die ganze Welt ausbreitet und dann vielleicht, so wie 1918, zwischen 40 und 50 Millionen Toten hervorruft. An die biblische Apokalypse erinnerte es die Menschen damals. 1918 geht die spanische Grippe um die Welt. Von Alaska bis Feuerland, Sibirien bis Australien. Sie tötete nach jüngsten Schätzungen 40 Millionen Menschen. Was damals niemand ahnte, das Virus war von Tieren auf Menschen übergesprungen und hatte sich mit menschlichen Grippeviren vermischt. Die neue Geflügelpest, die im Februar in den Niederlanden ausbrach, forderte bisher nur ein Todesopfer, Jan van den Bosch, ein Tierarzt, der sich bei seiner Arbeit mit verseuchtem Geflügel infizierte. Trotzdem sind die Grippeexperten aufgeschreckt. Über 400 Menschen haben sich schon angesteckt, sind allerdings nur leicht erkrankt. Aber in einigen Fällen, so erfuhr Frontal 21, übertrug sich das Virus von Mensch zu Mensch. Und einige der Infizierten waren schon vorher grippekrank. Wir haben hier in den Niederlanden eigentlich einen sehr explosiven Mix gehabt. Das heißt, wir hatten gleichzeitig sehr viele Hühner, die infiziert worden waren mit dieses Geflügelpestvirus. Und gleichzeitig, auch bei diesen Räumen, hat es Menschen gegeben, die auch mit das Humaninfluenza-Virus infiziert waren. Eine Meldung, die auch im Berliner Robert-Koch-Institut Sorge auslöst. Zum Glück trafen die schlimmsten Befürchtungen nicht ein. Wenn dieses Virus in Holland im Dezember aufgetreten wäre und nicht im Februar, dann hätten wir eine ganz andere Situation. Denn dann hätten wir im Menschen eine Grippewelle und in den Vögeln eine Grippewelle. Und wenn diese beiden Viren zusammengekommen wären, dann könnten wir nicht ausschließen, dass eine Nachkommenschaft gebildet wird, die für uns höchst gefährlich ist. Hongkong 1997. Von Hühnern springt ein Virus auf Menschen über. Vielleicht nur dank des schnellen Eingreifens der Behörden, der Vernichtung von 6 Millionen Stück Federvieh, so glauben führende Wissenschaftler, entkam die Welt einer Katastrophe. Denn die Todesrate der Vogelgrippe lag bei 30%. 18 Menschen wurden infiziert, 6 Patienten starben. Es war ein Warnsignal. In der Nähe von Spitzbergen in der Arktis graben bald danach internationale Seuchenexperten Opfer der spanischen Grippe von 1918 wieder aus. Sie wollen das Virus von damals finden und analysieren.
Dreimal gab es im letzten Jahrhundert eine große Pandemie. 1957 und 68 starben dabei, so zynisch es klingt, nur 1 Million Menschen, weil das Virus weniger aggressiv war. Die Forscher wollen wissen, was die Viren so tödlich macht. In diesem Archiv in den USA werden Gewebeproben von Soldaten aufbewahrt, die an der spanischen Grippe starben. Mit modernsten Methoden stellten die Wissenschaftler fest, dass das Virus von Vögeln übertragen wurde. Warum es so tödlich war, bleibt weiterhin rätselhaft. Grund genug für die amerikanische Seuchenbehörde, einen pandemischen Plan zu erstellen. Ein Krisenkonzept. Ähnliches hat auch das Robert-Koch-Institut in der Schublade. Man wird unter anderem versuchen, so schnell als möglich einen entsprechenden Impfstoff herzustellen. Denn der bestehende Impfstoff würde dann nicht helfen. Der ist gegen andere Grippeviren gerichtet. Für die Herstellung von Impfstoff vermehrt Albert Osterhaus jetzt die Viren der niederländischen Hühnergrippe. Er will Zeit gewinnen für den Fall, dass aus der Geflügelpest und menschlichen Erregern ein Killervirus entsteht. Denn wenn das geschieht, dann beginnt ein Wettlauf mit der Zeit. Für eine Lokalsituation, so in Europa, wird es am wenigsten ein halbes bis ein Jahr dauern, bevor wir überhaupt Impfstoff haben werden. Das ist doch eine gefährliche Situation. Das ist eine sehr, sehr gefährliche Situation. Aber die Entwicklung von Impfstoffen auf Vorrat kostet viel Geld. In Deutschland müssten beim Ausbruch einer Pandemie Risikogruppen, darunter vor allem Alte und chronisch Kranke, sofort geimpft werden. Impfstoff für 25 Millionen Menschen wäre erforderlich. Aber die Pharmaindustrie hält sich zurück, weil sie nicht auf den Kosten sitzen bleiben will, falls die Pandemie ausbleibt. Es ist nun mal so in der Pharmaindustrie, dass die Kaufleute primär das Sagen haben. Wenn die keinen Markt sehen für ein Produkt, wird das Produkt nicht hergestellt. Gegenwärtig reicht die Impfstoffproduktionskapazität dafür aus, 5% der Weltbevölkerung mit Impfstoff zu versorgen. Sie können sich vorstellen, dass in einer Pandemiesituation nicht nur eine Frage der Impfstoffentwicklung ansteht, sondern vor allen Dingen der Produktion, der Versorgung jedes Bürgers auf der Erde mit einem entsprechenden Immunschutz. Deshalb forderte die Weltgesundheitsorganisation am Montag von den Regierungen mehr Einsatz im Kampf gegen tödliche Viren. Die WHO warnt davor, bei aller Aufregung um die SARS-Epidemie eine viel größere Gefahr zu vernachlässigen, eine mögliche Grippe-Pandemie. Eine Influenza-Welle hätte ganz andere Dimensionen, ganz andere Ausmaße als das, was wir bei SARS selbst in Rotchina sehen. Wir wissen nicht, wann es geschehen wird, aber schon, dass es geschehen wird. Und ich glaube, dass es wirklich die Verantwortung auch der Politiker ist, um diese Vorräte anzulegen. Auch wenn jetzt keine Impfstoffe produziert werden, wird die Geflügelpest, damit rechnen die Forscher, bald abflauen. Aber das Virus, auch das wissen sie, kann jederzeit wiederkommen. Im schlimmsten Fall im Herbst und Winter, wenn die Grippe umgeht in Deutschland.